Willkommen zu einem neuen Match Mechabellum. Oh, das wäre natürlich schön, wenn der hier nicht abbricht. 1900er. Minardi. Das könnte uns hier auf die 1800 katapultieren, wenn wir denn gewinnen. Na komm, was haben wir für eine Auswahl? Aerial Specialist, ja, nur dass wir hier halt schon die Phönixe haben. Das ist so eine Sache. Supply Specialist. Reno, das hier sieht eigentlich am solidesten aus. Haben wir schon mal ein bisschen Spam. Und Tanks, ganz solide. Ja, und dann nehmen wir hier, denke ich mal, Marksman mit rein. Ja. Und das Ganze mal so ein bisschen aufteilen. Außen. Okay. Schauen wir mal. Ach. Genau dasselbe hier. Ein bisschen mehr Crawler. Die Crawler halt hier schnell weg sind, dann können die Marksmen sich um die Tanks kümmern. Das dauert hier immer ein bisschen. Ja, und er hat einen Marksman mehr. Ja, es sieht gut für ihn aus. Wir brauchen hier halt leider mehrere Schüsse für. Artillerie wäre jetzt hier nicht schlecht. Ich denke, das ist das auch, was ich machen werde. Das heißt, hier werden wir mal skippen. Moment. Wir sind Reno Specialist. Okay, ja, da müssen wir skippen, um uns das leisten zu können. Stellen wir die hier hin. So ist, denke ich, ganz gut. Schauen wir mal. Was macht er? Und noch mehr Marksman. Und noch ein Crawler. Hat ja Heavy Armor genommen. Hm, okay. Also ich persönlich finde halt die Artillerie hier jetzt wesentlich stärker. Und schön wäre natürlich hier, wenn man die Crawler noch schneller los wird. Wären vielleicht Vulcans später noch ganz okay. Wir sind immer nicht so toll gegen die Marksmen, aber... Ah, jetzt kommen die hier am Rand. Wir brauchen am Rand noch Spam-Clear. Ja, definitiv. Das macht uns hier jetzt alles kaputt. Artillerie kann gar nicht richtig arbeiten. Kommt jetzt hier erst viel zu spät dazu. Ja, jetzt haut das alles hier wieder nicht hin. Aber da kümmern wir uns gleich drum. Wir denken ja langfristig, nicht wahr? Können natürlich jetzt hier auf Upglides gehen, ohne Barrier. Naja, der Barrier ist mir relativ klar, was ich mache. Nämlich einen Vulcan. Und... den stellen wir hier hin, hätte ich gesagt. Obwohl, hier ist fast noch besser, ne? Jetzt haben wir noch einen Reno. Was machen wir damit? Der soll eigentlich relativ spät dazulaufen, hätte ich gesagt, oder? Wir können natürlich auch eine Flanke machen. Die ist auch immer recht unangenehm für den Gegner. Aber er weiß auch, dass der Reno dazukommt. Und dann müsste ich den später vielleicht nochmal umsetzen. Was ich auch mal ein bisschen doof finde. Ich setze ihn mal hier hinten hin. Er soll mal später da reingelaufen kommen. Jetzt schauen wir mal. Es sollte eigentlich eine gute Runde für uns werden. Okay, Smoke Bomb ist natürlich auch immer sehr gut. Gilt auch für zwei Runden.
Bin mal gespannt. Ja, noch mehr. Noch mehr Zeug. Jetzt ist das hier natürlich gleich sofort weg. Und jetzt müsste unsere Artillerie gleich einen besseren Job machen. Ich hoffe nur, der Vulcan schießt jetzt nicht auf die Tanks, sondern schnappt sich hier die. Ja. Hier haben wir jetzt auf der anderen Seite immer noch das Problem. Sodass ich denke, dass der Gegner jetzt wahrscheinlich Phönixe dazu machen wird. Das heißt, da bräuchten wir wieder was dagegen. Und wenn wir hier schon vorrennen mit einem Vulcan, brauchen wir hinten dran halt ordentlich Artillerie. Reicht hier trotzdem nicht ganz aus, ne? Wenn der erstmal gefallen ist. Tanks sind halt stark. Ohne Ende. Wir könnten auch Vulcan Marksman Switch machen. Es reicht trotzdem nicht aus. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, wir gehen Vulcan Marksman. Irgendwie sowas. Photon Emission Speed Specialist. Photon Emission ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir nehmen jetzt hier mal nochmal den Vulcan hinzu. Ein bisschen Spam-Clear braucht man ja sowieso. Und hier können wir jetzt eigentlich auch, da bekommen wir gleich zwei Marksmen dazu für 150. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Machen wir. Dann nehmen wir noch einen Marksman hinzu. Den stellen wir mal in die Mitte. Okay, da läuft jetzt hier dann direkt da durch, ne? Das ist ein Problem. Ich habe nämlich hier auch Elite Marksman mit drin und Reichweite. Wir lassen die hier mal so stehen. Benutzen wir das jetzt gleich. Vielleicht hier auf die Seite. Dann sterben die vielleicht nicht so schnell. Wenn sie jetzt da durchlaufen hier. Okay, schauen wir mal. Er gradet die jetzt hier alle ab. Wir machen das auch. Macht auch Vulcan Marksman, so wie es aussieht. Jetzt noch eine Rakete rein. Ah, die ist natürlich bitter jetzt hier für uns. Der sieht nichts. Nein, sie laufen alle rein. Mal gucken, was der Reno hier reißen kann. Nicht viel. Laufen wir alle durch, sehen nichts. So, die Marksman. Ja, normalerweise, wie gesagt, Artillerie finde ich auch noch ganz gut. Nur sollte er jetzt den Air-Switch machen, sind die Marksman dann halt wieder besser, ja, als Artillerie. So, das heißt, hier werden wir wieder nichts reißen können, weil wir nicht die Reichweite haben. Der Vulcan lebt auch noch. Der darf natürlich nicht überleben. Wird er aber, höchstwahrscheinlich. Ja, und da sieht man, die Artillerie macht hier einen ganz guten Job. Ja, gucken, jetzt haben wir den Debuff. Wir nehmen jetzt hier voll Schaden. Okay, also. Portable Shield ist halt auch noch gut. Ich denke, das sollten wir benutzen. Die Brandbombe nicht. Jetzt werden wir hier, denke ich, einfach Marksman spammen. Oder Artillerie halt noch, ja. Wir nehmen Marksman. Und die werden wir hier auch gleich verbessern. So. Wir müssen Schilde hinsetzen, eventuell. Falls er hier aktiv wird mit einer Brandbombe. Die sollten wir auch upgraden. Noch einen Kredit auf. Machen wir noch einen in die Mitte. Und wo setzen wir hier was hin? Sind wir anfällig gegenüber einer Flanke? Nicht wirklich.
Vielleicht, falls hier noch irgendwas rumkommt. Hm. Ich glaube, ich mache das mal sicherheitshalber. Das hält uns dann ja ganz schön auf. Okay, jetzt gucken wir mal. Hatte er hier schon die Reichweite erhöht? Nein. Ist die Reichweite dann unser Problem? Wenn unsere Marksmen weit nach hinten bleiben, können sie natürlich hier gegen den Feind besser vorgehen. Fokussiert ihr immer noch so viel Kleinvieh, ne? Ehe sie hier mal in die ganzen Tanks arbeiten. Ja, los, Marksman. Jetzt sterben seine Marksmen hier. Ja, jetzt sieht's doch gut aus. Oh, beide haben überlebt. Die Frage, wenn die jetzt hier aufgestiegen sind, ist es natürlich umso besser, ja. Das nehmen wir jetzt hier. Oh, wir nehmen den Giant Hunter, hätte ich gesagt. Leveln wir auf. Gehen auch mit der Reichweite hoch. Ja, Leute, da machen wir noch mehr. So. Dann könnten wir vielleicht noch Elite Marksman machen. Auf die Seite stellen wir hier noch was. Ups, habe ich den einen hier letzte Runde vergessen. In der Mitte. Sieht ganz danach aus. Mama. Jetzt hier auch eine gigantische Reichweite. Und dann können wir noch was hinzunehmen. Können aber hier für die Runde auch noch die Reichweite erhöhen. Das wäre auch gut. Können wir ihn jetzt hier finishen? Wahrscheinlich nicht. Wir setzen mal in die andere Flanke auch noch einen Satelliten. Guck mal, ob das jetzt hier was bringt. In einer Runde hat er wieder so eine Smoke Bomb. Er gradet die jetzt hier ab. Oh, jetzt nimmt er Artillerie dazu. Okay. Jetzt können wir natürlich auch den Air-Switch machen, ja. Den wir so befürchtet haben. Allerdings hat er jetzt hier schon viele, viele Marksmen. Aber warum nicht jetzt Wespen irgendwie hinten rein? Hier so ins Eck, die ihn dann überfallen. Ich denke, das könnte ganz gut sein. Vor allem, wenn wir die Runde jetzt hier gewinnen sollten. So, mal gucken. Also die Marksmen jetzt an der Seite, die machen natürlich nicht allzu viel Schaden. Und fokussieren immer hier noch Kleinvieh, zumindest am Anfang. Dass hier mal alles weg ist. So. Jetzt geht's hier ans Eingemachte. Wir haben eine hohe Reichweite. Wenn er die Reichweite jetzt seiner Artillerie erhöht, wäre natürlich ein Problem, ja. Ah, sehr gut. Wir brauchen einfach noch höhere Reichweite für unser Marksman. Aber wisst ihr was? Wir machen jetzt was anderes. So, Haste-Modul. Das könnten wir jetzt hier draufsetzen auf was. Wir nehmen das Haste-Modul. Und den werden wir upgraden. Ein Schild noch setzen. Ah, die Smoke Bomb, ne? Die Smoke Bomb ist genau das Problem. Und jetzt hätte ich hier gerne Wespen. Wir werden das versuchen, jetzt hier zu beenden. So, die haben wir freigeschalten. Jetzt sehen wir jetzt hier noch einen Kredit auf. Wir verbessern die auch noch, hätte ich gesagt. Ein bisschen fies. Boah, hoffentlich setzt er da keine Rakete rein. Die setzen wir vielleicht ein bisschen hinter. So. Hier, das Haste-Modul drauf. Falls das nicht funktionieren sollte auf der einen Seite, kommt, gehen hier auf die andere Seite. Gut, und die Marksmen, die werden wir jetzt noch upgraden. Weil ich bin immer noch optimistisch, dass wir da Elite draus machen können. Okay.
Und dann hätten die nochmal eine höhere Reichweite halt. Aber das hier ist unser Joker. Ich hoffe, das haut hin. Okay, jetzt geht's los. Schauen wir mal, hat er irgendwas hingesetzt? Er hat hier nichts hingesetzt. Er hat die Reichweite jetzt erhöht von seiner Artillerie. Das ist natürlich eigentlich vernünftig. Was hat er denn hier hingesetzt? Oh, unsere Rakete hat hier aber gezündet. Das war gut. Und beide Seiten kommen durch. Ist das hier mitgeschildert? Das ist geschildert. Er hat jetzt hier aber ein Problem. Die Wespen. Ja, und die Front hält hier. Und jetzt kriegt er den Debuff rein. Und das war's natürlich für ihn. Und das sollte jetzt dicke ausreichen. Ja, hier überlebt ja fast alles von uns. Aber ich meine, das ist immer nur sowas für eine Runde. Ja, da kann der Gegner sich halt dann schnell drauf einstellen. GG. Ja. Das sah jetzt hier recht eindeutig aus, aber ja, das war halt nur der Joker jetzt zum Schluss, der das so richtig entschieden hat. Puh, gut gespielt. Und jetzt schaffen wir es wieder auf die 1800. Fast. Ja.